Eine plötzliche Sonnenfinsternis. Und davor war sie nicht da. Das heißt, Herobrine hat hier irgendwas für uns geplant. Oh mein Gott, ich sehe es schon. Er rastet komplett aus. Gepimpte Zombies, ey. Was haben die denn genommen? LSD oder was? Wahrscheinlich. Oh mein Gott, es scheint wohl echt richtig abzugehen hier. Ja, jetzt kommen auch diese... noch mehr von euch Kollegen. Die sind auf jeden Fall auf Droge. Nein, so schnell wie die laufen. Boah, die machen... Alter, die machen mich voll kalt. Wie viele Leben haben die bitte schön? Und sie machen übelst viel Schaden. Schaden, genau. Schaden meine ich. Ein ganzes Herz. Bisschen übertrieben. Oh, die beiden knapp wollen gar nicht. Also wie viel Schaden machen die denn? Ein ein Herz. Und ich habe nicht mal ein Schild. Das ist unfair. Ganz, nee, ohne Spaß. Wie soll denn das gehen? Glücklicherweise kriege ich gleich ein Schwert. XP plus. Ah, oh, das ist ja krass. Ich meine, die machen ein Herz Schaden und ich habe keine Möglichkeit, die zu blocken oder mich zu heilen. Okay, das war schon. Und vor allem, wenn diese Typen so abgehen, bin ich schon fast tot. Was soll ich machen? Ich gehe ja schon. Ciao. Kann ich mich... X war das, ne? Okay. Ich hab ja auch einen Bogen hier. Komm mal her, blöden Spaten. Ich muss mal ein bisschen Schaden machen oder so. Das hast du verkackt. Jetzt hast du verkackt, mein Freund. Das ist dein Tod. Okay, den snippen wir und so. Komm, der kann nichts. Nochmal zwei. Das ist doch krank. Drei sogar. Nein. Oh, ein Herz. Schwertstärke ist nur Level 11. Was hier abgeht, ist nicht mehr normal. Oh nein, please, sterb doch. Lass mich in Ruhe. Oh, hallo. Was geht so? Ich wollte nicht stören. So, oh nice Herz. Was das? Please, lass es enden. Nein, nein, überhaupt nicht. Jetzt rasten sie jetzt richtig aus. Fuck. Von vorne? Ach, verarsch mich nicht. Das soll möglich sein, ne? Genau. Genau, ist klar. Echt, das ist echt unfair. Man hat keine Möglichkeit, irgendwie die Typen zu blocken oder so. Wenn man ein Schild hätte, meinetwegen, aber man kassiert auf jeden Fall Treffer. Da kann man gar nicht so viel. Kommt doch mehr, der Dulli. Kommt der nächste an. Das war schon mal der Freund, so. Ey, die sind so stark, Mann. Ich werde hier wahrscheinlich cheaten müssen. Tut mir leid, aber ne. Meine Heilungsskill wird ja auch nur alle 3 Minuten aktiviert. Nee, das mache ich einfach nicht. Nee, das ist mir zu unfair. Ich habe da keinen Bock, 100.000 Versuche reinzustecken. Vor allem, weil ich ja schon fast am Ende war. Nö, da sehe ich nicht ein. Nee. Bisher habe ich immer alles über mich ergehen lassen, aber das ist einfach scheiße. Und man hat keine Möglichkeit, diese Typen zu blocken und es ist eine reine Glückssache, ob die einen treffen oder nicht. Ich gehe nicht bis zum Ende, ich gehe bis hier hin. Aber sonst finde ich es echt scheiße. Wenigstens ein Schild müsste man haben, um die Typen mit dem Bogen zu blocken. Oder die Typen mit dem Bogen weglassen. Weil das sind halt die, die man nicht besiegen kann, ohne das Schild. Boah, das ist dann halt echt scheiße unfair. Ja, und so, Level 16 erreicht. Aber es bringt mir gar nichts. Schade. Ja, Spinnen gehen auch, weil die kann man besiegen, ohne Schaden zu bekommen. Größtenteils zumindest, ja. Aber halt diese blöden Skelette mit Bogen, die sind total unfair. Okay, die Sonnenfinsternis ist auch wieder zu Ende. Ey, was gibt's? Ruf mich an, Kumpel.
Hey, du könntest mir ja ein bisschen Plastik wegschmeißen. Was? Receive Plastik. Achso, ich soll das für den wegschmeißen. Alles klar. Restmüll. Ja, Plastik kommt aber nicht in den Restmüll. Das weiß hoffentlich jeder. Plastik kommt in den gelben Sack. Okay. Dann tust du halt Restmüll. Bin ich Müllschänder. Aber ich soll den Kumpel anrufen, ne? Okay. Ich mach mal den Sound lauter. Vielleicht hilft das was. Okay, wir geben das jetzt P, ne? 1, 2, 9, 8, 6. Ja, echt coole Funktion mit dem Handy. Mega nice. Hi, wo bist du jetzt genau? Ein kleiner Shop? Ja, den kenne ich. Ich bin gleich um die Ecke. Ich habe mir die Sonnenfinsternis angesehen. Die war voll geil, aber es wurde nichts von einer Sonnenfinsternis gesagt. Herobrine sollte das gewesen sein? Ich weiß ja nicht, vielleicht war das nur ein Zufall. Du denkst nicht? Aber das macht mich auch stutzig, weil als du auf dem Weg zum Kino gestürzt bist, hast du auch von Herobrine geredet. Ja, das war auf dem Weg zum Kino. Also wie jetzt? Du dachtest, es sei nach dem Kino gewesen? Wir waren aber noch gar nicht da drin und wir wollten Fluch der Karibik ansehen. Nee, wir hatten nicht Fluch von Herobrine geschaut. Da musst du dich verlesen haben. Wir haben Fluch der Karibik schauen wollen. Du sagst, ich wäre wieder ins Kino gegangen, weil ich was vergessen habe? Aber wir waren nicht mal dort. Seltsam. Scheint irgendwie eine Zukunftsvision gewesen zu sein. Dann mal so. Was hätte ich dann nach dem Kino auf dem Weg nach Hause gefragt, was du machen sollst? Radio anmachen? Aber das kann doch gar nicht sein. Ich meine, da sollte eine Überraschung auf dich warten. Denn ich habe da angerufen und wollte dich um diese Zeit grüßen lassen. Dann ist es doch wahr. Da muss irgendwas nicht richtig sein. Aber jetzt komm mal schnell. Ich warte auf dich. Ich mache mir Sorgen. Bis gleich. Okay, Leute. Wieder etwas Cooles über die Story erfahren. Ja, natürlich haben wir jetzt bestätigt bekommen, dass wir in die Vergangenheit gereist sind. Was natürlich extrem geil ist. Sag mal, bist du komplett bescheuert? Du kannst doch nicht einfach Plastikmüll in den Restmüll schmeißen. Ich hab's euch gesagt. Außerdem habe ich die Coin weggeworfen. Warte mal, ich muss kurz ändern. Cheater. Ja, ich hab's euch gesagt, Leute. Plastik gehört in den gelben Sack, nicht in den Restmüll. Okay, aber jetzt wird's, glaube ich, gleich richtig spannend. Was? Alles klar. Aber jetzt wird's gleich richtig spannend. Oh, nee, nicht der. Mir reicht's. Ich habe mir jetzt das Superschwert allein geholt. Und als Dank dafür hast du mir, dass du mir nicht geholfen hast. Bezahlst du mit deinem Leben. Was? Bosskampf gegen den Typen. Nice. Korrekt, Junge. Ich hasse dich. Wo ist er hin? Ja, komm her, du Spaß. Wo bist du? Wow, wo kommt der denn her? Bist du irre? Achso, der teleportiert sich. Ja, mieser Trick, aber hilft dir nicht. Ja, ist ein bisschen Noob, oder was? Endlich kann ich dem auf den Sack gehen. Aber, Leute, der Typ scheint anscheinend keine Vergangenheitsreise gemacht zu haben. Ich meine, der ist ja immer noch da. Und ja, er erinnert sich auch an uns. Mit dem Hyperschwert und so weiter. Hm, sehr mysteriös. Dass er uns jetzt umbringen will, das ist alles, ja, deutet darauf hin, dass er eigentlich ein Kumpane von Herobrine ist. Wie ich es von Anfang an gedacht hatte. Natürlich, kann es auch sein, dass er einfach nur so ein außenstehender Dulli ist. Aber vielleicht auch nicht. Alter, wie viel hält er denn aus? Geht doch. Okay, jetzt kommt gleich was Spannendes. Ich bin gespannt. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Was denn? Der hat mich bedroht. Ich rede von dem ständigen Davonlaufen. Hat mich dieser Typ bedroht? Vielleicht ein Mörder. Ein bedroht
Kumpel. Vielleicht ein Mörder, aber nicht der aus dem Traum. Es ist so, er hat vom Hyperschwert geredet. Und das kam im Traum vor. Okay, ich glaube dir. Also du denkst, Herobrine ist zurück. Dann denke ich mal, dass... Achso, dann denke ich das mal. Danke. Wir haben den Hammer bekommen. Okay, also das heißt, unser Kumpel vertraut uns. Er glaubt uns, dass Herobrine weg ist. Und wie ich sehe, wir müssen uns den Boomerang holen. Alles klar. Machen wir mal. Das ist doch schön, dass unser Kumpel uns vertraut. So muss das. Okay, jetzt geht wieder in einen Dungeon rein. Hatten wir jetzt lange keinen mehr. Ja, die Musik klingt ganz nett. Ja, auf jeden Fall eine coole Taktik von ihm eigentlich, dass man die Dungeon-Items wieder weggenommen bekommt. Weil so kann er quasi wieder einen Dungeon machen mit den Dungeon-Items, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil jetzt ist quasi der Boomerang hier wieder das Dungeon-Item. Das hatten wir eigentlich schon mal. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eigentlich eine coole Idee. Solange das von der Story passt und das tut's, das ist vollkommen okay für mich. Die Story wird echt ziemlich cool. Ja, die war am Anfang ziemlich geil, dann eher so in der Mitte, war sie so, naja, war nicht mehr so viel davon da. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob es gegen Ende ist. Kann auch sein, dass wir gerade mal in der Mitte sind. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange die Map geht. Ich habe nur vermutet einmal, dass wir am Ende sind, wegen dem Chart, aber das ist ja durch die Story jetzt komplett alles verändert. Und ja, deswegen mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt. Was ist das für ein geiler Schlüssel hier? Herobrine Temple Key? What the fuck, was ist das denn? Dann kommen wir in den Herobrine Tempel. Was ist das denn für ein Tempel? Versteckt sich Herobrine dort vor uns? Ah ja, der Schisser, das sieht ihm ähnlich. Aber ich sag eben. Ich komme schon wieder auf die blöde Ausschalttaste des Tons, sorry. Dass ich sagen wollte, dass Herobrine richtig auf den Sack bekommt. Wenn ich ihn endlich mal sehen werde, ja, wir haben ihn ja schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, seit wir das Fiebersword bekommen haben. Unser Kumpel hat ja auch an Fieberbrands Zurückkehr gezweifelt. Ja, das war ganz, ganz am Anfang, da haben wir danach Fieberbrand wieder gesehen. Weil eigentlich hatten wir ihn ja besiegt in Teil 1, von daher ist es natürlich berechtigt, dass alle glauben, dass Fieberbrand bereits down ist. Aber wir wissen es, Leute, wir kommen quasi aus der Zukunft. Wir wissen die Wahrheit. Ah. Ich muss kurz nachschauen, was aufgegangen ist. Ich hatte da nämlich gerade keine Ahnung. Achso, die Zephyr-Kia habe ich bekommen. Ja, ich habe da leider gerade mal wieder ein bisschen zu viel gelabert und deswegen... vercheckt, dass ich überhaupt irgendwas bekommen habe und was ich bekommen habe. So, brauchen wir denn den guten Saphir-Key? Ja, ne? Wo braucht man denn den geilen Saphir-Key? Hier irgendwo. Hä? Wo brauchen wir den Saphir-Key? Am Anfang? Ne? Die Zombies kommen alle die ganze Zeit neu, nerven mich. Ach da, okay. Ja, ist verwirrend aufgebaut, das ist aber absichtlich so, vermute ich mal. Okay, damit komme ich jetzt am Anfang zurück. Das habe ich glücklicherweise gerade gesehen. Sonst wäre ich endverwirrt. Was bringt mir das? Okay, dass ich draußen bin, aber hä?
Das bringt mir doch gar nichts. Komisch. Einen roten bräuchte ich. Wo gibt's den denn? Was ist denn der Raum mit den ganz vielen, mit den ganz vielen Truhen? Genau, der hier. Die Kiste da drüben. Da müsste ich jetzt mal ganz dringend hin. Mach mal Platz hier. Zombies gehen wir jetzt schon auf den Sack, verpiss dich mal. Ich glaube, Schwert-XP haben wir das Maximallevel erreicht, oder? Weil wir kriegen keine mehr dazu. Schade. Aber gut, irgendwann wäre man halt zu overpowered. Stimmt natürlich. Hä, wo geht's denn jetzt weiter? Boah, die scheiß Zombies, Mann. Nervt mich nicht. Da haben wir den Saphir-Key bekommen und den brauchen wir hier. Ja, und hier haben wir... Was? Hier haben wir keine Silbercoins bekommen. Hier haben wir nur den gelben Block bekommen, mit dem wir zurück können. Und ist aber überhaupt nichts. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ist da jetzt irgendwo eine Kiste erschienen oder so? Oh no. Sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Ach so, ich habe nur eine Boomerang bekommen, mit der kann ich zurück. Ja, easy. Da habe ich schon wieder vergessen. Jetzt kriege ich hier den roten Block und muss wieder zurück in den Dungeon. Ach Leute. Sorry, dass das so dumm war. Aber ich habe halt einfach vergessen, dass wir den Boomerang draußen gebraucht haben. Nehmt was bitte nicht übel. Okay, jetzt kommen wir hier in einen neuen Teil des Dungeons und ich verkacke natürlich erstmal. So wie sich's gehört. Ich vermute auf ein... Oh, da war noch ein Secret. Okay, jetzt Konzentration. Zum Ende des Parts noch mal ein bisschen abgehen. Ja, genau, da war nämlich noch ein kleines Secret. Ja, also 40 Gems wäre noch mal richtig geil, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich noch mal auf 40 Gems kommen werde. Ich meine, wir haben die ersten... Ich weiß nicht, eigentlich 15 Parts oder so gebraucht, um so viele Gems zu bekommen. Wow. Ich wollte gerade durchsprinten, aber das geht wohl nicht so leicht. Okay, wir kommen jetzt quasi in so eine Art Kampfraum nochmal. Und ja, die Schwert-XP gehen nicht mehr nach oben. Nur noch das normale Level. Aber ich weiß nicht, ob das uns überhaupt irgendwas bringt. Vielleicht noch leben oder so, aber keine Ahnung. Ach nö, das sind wieder diese überpowerten Kacklappen da. Okay, das heißt, davor... Das sind alles diese overpowerten Kacklappen, sehe ich gerade. Okay, da muss ich auf jeden Fall viel vorsichtiger kämpfen. Ich bin gerade einfach drauf gegangen. Okay, nice. Die schießen sich alle gegenseitig ab. Nice. Okay, warte mal. Dann gebe ich mal nur dem da. Nice, die kriegen sich alle. Oder doch nicht? Was? Ihr habt euch geeinigt? Nee, das finde ich aber nicht so cool. Okay. Was? Spinnereiter. Oh, nice. Gekillt. Bronze Key. Und zurück geht's.
So, die brauchen wir hier. Och du Scheiße. Es geht richtig ab, Alter. Jetzt kommen erst die schnellen Gegner. Gerade eben gab es gar nicht die schnellen. Da waren sie nur stark und jetzt sind sie stark und schnell. Oh. Das sind die stärksten. Das sind die stärksten. Weil man gegen die nichts ausrichten kann. Das ist so unfair. Oh, die sind auch sehr stark, wenn sie schnell sind. Was wisst ihr, was ich mache? X. Ha! Nix ist. Der noch? Ja, komm, der ist doch eigentlich ganz easy. Ja, kein einziges Leben verloren bei dem. Ja, voll der Lappen hier. Kann ja gar nichts, der Junge. Gut, Leute, aber was sich hinter dieser Tür versteckt, das seht ihr leider erst beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich wie immer sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.